Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi. Und da machen wir heute theoretisch das 11. Türchen auf. Hinter dem 11. Türchen ist ein Verbindungskabel, was wir aber erst in den nächsten Tagen benötigt. Und das heutige Programm heißt LCD-Modul mit Scratch steuern. Die Kommandozeile. Und dann, ich habe da schon mal was fertig gemacht. Sudo pip install scratch pre. Dann scratch Datei öffnen. Jetzt speichern nein. Tag 11. Okay. So, hier oben stehen zwei, und zwar soll da Raspberry Pi Adventskalender gleich im Display stehen. Starten wir das Ganze mal. Und es funktioniert nicht. Also ich vermute aber, dass das an diesem Display Pi Programm liegt. Jo, an dem eigentlichen Display ändert sich nichts. Den Text ändern und dann Adventskalender. Was schreiben wir da rein? Hallo Welt. Nur mal gucken, wie er das aktualisiert. Stopp, aktualisieren. Das war der Tag 11. Dann kommt Tag 12. Einfacher Zähler mit Knetkontakt. Bis dahin sage ich Tschüss.